opinion, do the game and do your chances. Obviously it's a big game and it's what you want to be involved in. Being at this level for this club is something that we strive to be in every year. The challenge of the game is something we're looking forward to. Obviously any German team you face is always going to bring a challenge, but we're looking forward to it. Ja, soll ich übersetzen? Das ist ein großes Game, auch für Arsenal natürlich. Und deutsche Gegner sind immer eine große Herausforderung. Und man looked second in the league, but yeah, without no games. And so in England, you are favourite, I think. Yeah, I think every year we're favourites, just on reputation. It's been a tough year this year, but we're still ploughing away and getting results. Performances maybe could be a little bit better, which we're trying to work on, but the main thing at the minute is getting results and trying to make sure that we can pick up some silverware at the end of the season. Ja, Sie wollen natürlich. Stellst du mir auch eine Frage oder soll ich einfach so loslegen? Ich möchte das natürlich auch wissen, man kann vielleicht das noch vorschicken, was aber die Fachjournalisten alle schon wissen. Du hast die Mannschaft ja auch in London mal besucht. Deine Meinung zum Stand des Niveaus der eigenen Mannschaft und natürlich zum Gegner. Ja, das habe ich in den letzten Wochen sicherlich zu Recht mehrfach betont, dass ich genauso wie meine Kollegin und auch wie Jane erwarte, dass es ein Top-Spiel geben wird. Ein Spiel zweier aus meiner Sicht europäischen Spitzenmannschaften, die auch in diesem Jahr die Fähigkeit und das Niveau besitzen, um die Champions League gewinnen zu können. Und es ist eigentlich schade, dass man dann schon im Viertelfinale aufeinander trifft, aber das gehört eben auch immer dazu, wenn es eben auch mit Losglück zu tun hat. Wir freuen uns darauf, wir freuen uns auf einen klangvollen Namen, auf einen Namen, der für absolute Qualität steht und birgt. Diese Mannschaft ist gespickt mit Nationalspielerinnen, die Anzahl der Länderspiele ist wahnsinnig hoch in dieser Mannschaft, ob aus Wales, Schottland, Irland und eben auch England. Wir spielen Top-Spielerinnen in den Reihen. Es ist eine Mannschaft, die wenig Schwächen zeigt. Wir hoffen, die wenigen Schwächen dann vielleicht auch ausnutzen zu können. Und wir freuen uns einfach. Wir nehmen das genauso mit. Ich kann da auch für die Mannschaft sprechen. Also wen das nicht elektrisiert, dass man als Verein auf Champions League-Ebene gegen Arsenal London spielen darf, das geht ja schon fast mit in den Männerbereich. Da ist das genauso klangvoll. Da freuen wir uns drauf, das nehmen wir mit. Und ich hoffe, dass diese Freude wirklich in positive Leistung auch umgesetzt wird und für mich steht ja nicht nur ein Spiel im Vordergrund, sondern es wird dann die Summe der beiden Spiele sein und morgen geht es, glaube ich, tatsächlich erstmal darum, für beide Teams ein gutes Ergebnis zu erzielen und sich auch so ein wenig kennenzulernen und dann vielleicht die besten Schlüsse daraus zu ziehen, um dann gegebenenfalls bei einem engen Spielergebnis im Rückspiel für beide Teams noch irgendwo alles möglich machen zu können. Ich erwarte und hoffe, dass meine Mannschaft in aller guten, vielleicht sogar in einer Topform ist. Wir haben immer noch kleinere Problemchen, die wir hoffentlich lösen können. Simone Lauder ist nun mal jetzt 3 Wochen verletzt gewesen und da weiß man nie so wirklich, wie lange hält die Muskulatur, wie sieht es aus, auf welchem Niveau kann sie spielen. Und auch die anderen Nationalspielerinnen haben ja in den letzten Wochen nicht unbedingt alles beschwerdefrei erledigen können, haben ein hohes Pensum gehabt, haben sicherlich das eine oder andere noch in den Knochen, aber das zählt alles morgen nicht. Morgen erwarte ich, dass wir rausgehen, dass wir alles geben, von der ersten bis zur 90. Minute. Und dann können wir uns ein bisschen erholen und dann werden wir Sonntag hoffentlich den Rest erledigen können.